Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich habe natürlich das Intro vergessen, deswegen drehe ich das gerade nach. Wir haben auf jeden Fall ein paar ungewöhnliche Stellen geputzt und ich hoffe sehr, das Video gefällt euch und motiviert euch. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen. Ich habe dann erstmal unsere Spülmaschine gestartet, damit die schon mal läuft und ich die Zeit ganz gut nutzen kann. Und in der Zeit, in der die arbeitet, kann ich dann was machen und habe dann angefangen, die Küche zu putzen, vor allem halt die Arbeitsflächen und auch mal alles hochgehoben und unter den Dingen dann auch mal geputzt. Das macht man ja doch nicht jedes Mal beim Putzen. You're my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you. Just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you. Als nächstes habe ich dann das Bett gemacht. Das haben wir auch frisch bezogen. Deswegen wäre das jetzt Quatsch, das nochmal neu zu beziehen. Und habe es halt einfach nur alles wieder ein bisschen hübscher hingelegt, damit man sich auch wieder freut, dann abends ins Bett zu gehen und das Bett auch gut auslüften kann. Dann habe ich meinen Klamottenhaufen neben dem Bett mal ein bisschen aufgeräumt. Also ich habe nicht diesen einen Stuhl bei mir, weil wir keinen Stuhl im Schlafzimmer haben. Deswegen muss der Boden herhalten und ich habe da meine kleine Ecke neben dem Bett. Ich glaube sehr zu Armins Unmut, aber ich versuche das regelmäßig mal ein bisschen wegzuräumen. Aber das dauert nicht lang, bis da wieder Unmengen an Klamotten liegen. You and me so clueless. Spiegelstaub gewischt und die Fußleisten geputzt. Ihr seht ja, wie dreckig das war und es war in echt noch so viel dreckiger. Die Kamera kommt uns da sehr zugute. Es sah wirklich ganz, ganz furchtbar aus. An manchen Stellen hat das auch einfach nichts gebracht. Ich musste da mit einem Lappen drüber, weil das einfach nicht abgegangen ist. Das ist aber auch zu unserer Verteidigung noch ein bisschen Baustaub. Wir sind ja in Neubau gezogen. Aber ich hätte in den letzten paar Monaten schon mal die Fußleisten sauber machen können. Aber ehrlich gesagt hatte ich auch einfach keinen Bock. Deswegen habe ich das jetzt mal gemacht. Und ihr seht gleich den Staubwedel. Es war wirklich richtig nötig. Trying to prove it, just like the movies. I was gonna say. Dann habe ich auch auf den Türrahmen mal ein bisschen entstaubt. Und halt generell alle möglichen Flächen, die man sonst halt eher weglässt. Also auf dem Badezimmerschrank habe ich noch gemacht und so, also auf unser Nachttischchen und allem möglichen. Also ich habe euch jetzt nicht alles mitgefilmt. Das wäre auch, glaube ich, zu langweilig, wenn ich euch die ganze Zeit nur zeige, wie ich staubwische. Aber das mit den Blumen habe ich euch noch gezeigt, weil das besonders furchtbar aussah. Da putze ich auch eher selten, muss ich sagen, weil man halt alle Blumen runternehmen muss. Und da habe ich immer nicht so viel Bock drauf. We couldn't do it, each and every high, every night with you. You and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Straight around like nighttime moments. We were in too deep. In your worn out sweaters, thinking we'll be young.
dann habe ich ein bisschen die Türklinken sauber gemacht. Das habe ich auch einfach nur mit einem nassen Lappen und einem trockenen Lappen gemacht, also ohne Putzmittel, weil ich nicht weiß, wie empfindlich die Türklinken sind. Und es ging auch mit Wasser ganz gut ab. Ich versucht mal den Dreck auf den Türen abzufilmen, aber es war echt schwierig, obwohl es so sonnig war, aber die Kamera hilft uns da auch wieder ein bisschen, aber so ein bisschen Flecken sieht man dann schon auf den Aufnahmen. Aber alle Türen hatten so ein bisschen Flecken und die habe ich dann weggemacht, weil gerade wenn dann die Sonne reinscheint, sieht man die dann doch ordentlich, finde ich. Also es hat mich doch schon sehr gestört, deswegen habe ich es jetzt einfach mal weggemacht. Bei solchen Sachen mache ich mir auch nebenbei gern einen Podcast oder ein Hörbuch an. Da habe ich jetzt ein Hörbuch von Agatha Christie gehört. Und dann lässt sich das auch deutlich einfacher putzen. Ich finde das sonst unfassbar langweilig. Und gerade wenn man irgendwie zwischendurch mal was guckt, man kriegt ja nicht viel mit, deswegen höre ich halt lieber irgendwas. Und ich liebe diese Hörbücher von ihr. Dann habe ich natürlich auch noch gestaubsaugt. Das war auch wieder dringend notwendig. Und bin einfach überall einmal lang gegangen. Dann das leidige Thema mit dem Backofen. Ich hasse das, den sauber zu machen. Der Effekt ist natürlich richtig krass, aber dass man das dann draufsprühen muss, also diesen Backofenreiniger draufsprühen muss, dann eine halbe Stunde warten und dann das erstmal alles dann abnehmen und das ist halt echt eklig jedes Mal. Und dann habe ich dann erstmal halt alles, wie gesagt, abgewischt und dann diese Glasscheibe rausgenommen bei uns. Ich habe auch verzweifelt versucht, unser Backblech und unser Gitter sauber zu machen, aber das ist unmöglich. Also das bringt gar nichts. Deswegen habe ich das einfach so gelassen. Also ich habe es versucht, aber ich habe aufgegeben und ich habe uns jetzt was Neues bestellt. Wir haben IKEA-Backofen. Das ist dann ein bisschen blöd, weil man kann keinen
Backblech und kein Gitter nachkaufen. Also die gibt es irgendwie nicht einzeln im Handel. Deswegen haben wir jetzt über Amazon eins bestellt. Aber die sollen für IKEA-Backöfen passen. Das kam auch heute an, aber ich habe noch nicht probiert, ob es passt. Aber ich sage euch auf jeden Fall mal Bescheid, weil wenn ihr das gleiche Problem habt, dann kann ich euch den mal verlinken, damit ihr auch nicht alle suchen müsst oder euch dann abschrubbt, wenn es wirklich einfach nicht mehr geht. Dann habe ich noch den Restwäsche abgehangen, der auf dem Wäscheständer hing, und dann die restliche Wäsche aufgehangen, also die nicht in den Trockner darf, und den Rest dann ja, in den Trockner geworfen, beziehungsweise einfach drin gelassen. Wir haben ja einen Waschtrockner, und den Trockner einfach angestellt. Ich möchte mich endlich diesem Chaos hier widmen und ganz klein erstmal anfangen, weil wir haben da überall die Schuhe stehen und hier halt auch, weil die nicht mehr da ins Regal passen. Hier stehen auch noch welche und der Rest steht ja da oder vor der Tür oder, ich zeige euch das auch mal, hier, aber das mit dem Keller, das ärgert mich schon, und wir wollten das unbedingt mal vernünftig machen. Jetzt ist Armin ja nicht da, aber ich dachte, ich könnte das jetzt mal ein bisschen im Angriff nehmen, und zwar diese Schuhhalter holen, wo man so zwei Schuhpaare übereinander holen kann, stellen kann. Und ja, die wollte ich jetzt holen und so ein paar andere Kleinigkeiten noch. Ja, und dafür fahre ich jetzt extra los. Ich muss dafür leider nach Köln, weil kein IKEA in Bonn. Ist aber okay, also von uns aus ist der so, weiß ich nicht, 30, 40 Minuten oder so entfernt. Die kann man auf jeden Fall fahren, und ich hoffe, dass jetzt Samstag mittags nicht so viel los ist und ich da jetzt gut durchkomme. Ja, also ich fahre jetzt einfach erstmal los, hole dann diese Schuhhalter und noch, wie gesagt, ein paar Kleinigkeiten. Und dann hoffe ich, dass, wenn ich die Schuhe irgendwie ein bisschen geordnet habe, dass es dann generell ein bisschen einfacher wird, im Keller da reinzukommen, und dass wir dann mehr Platz für andere Sachen haben. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe euch ja von diesen Schuh-Organisern erzählt, die ich holen wollte, und habe die auch bekommen, genau die, die ich haben wollte. Das sind so welche mit so, also so Gittern, sonst gab es da noch welche aus Plastik, und die fand ich nicht schön. Deswegen die sind, oh, wie teuer waren die? 2,99 pro Stück, glaube ich. Und ich habe davon 14 Stück geholt. Es war ein bisschen peinlich an dieser Expresskasse, wo man so selber scannt. Moment, ich hole die mal alle hier raus. Hier habe ich noch. Da. Da. Oh, hier ist noch ein Haken zwischen, aber hier sind alle. Alles vor mich. Ich habe dann die Schuhe einfach auf diese Schuhablage-Organizer da getan. Und es hat auch wunderbar funktioniert. Also es ist genauso, wie ich mir das vorgestellt habe, Gott sei Dank. Ich habe nur dann am Ende festgestellt, dass ich dann die Schuhe falsch rum drauf gestellt habe. Also ihr seht ja jetzt den ersten Schuh, da hätte ich den hohen Teil nach unten tun müssen. Aber ich habe euch jetzt noch kein Nachher abgefilmt. Es kommt auf jeden Fall bald ein Wohnungsupdate, und da werde ich euch das dann mal in Ruhe abfilmen, weil als ich das machen wollte, war es einfach schon viel zu dunkel. Das seht ihr jetzt, wenn ich gerade die Wäsche aus dem Trockner noch aufhänge.
wegen der Restfeuchtigkeit und filme euch das auf jeden Fall mal bei hellem ab. Und am nächsten Tag habe ich dann einfach noch die Spülmaschine ausgeräumt. Ich hatte nämlich am vorherigen Tag einfach wirklich gar keinen Bock mehr darauf. Deswegen habe ich es am nächsten Tag erst gemacht. Baby, I will show you how you can catch my vibe. And right away, I saw much time looping in the blurry lights.